Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Stappenbach in Oberfranken. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute wollen wir mal hier uns in die Gäste bewegen. Ne, die Gäste. Das kleine Feld, was sich von hier bis gefühlt da hinten zu unserer Obstplantage erstreckt. Und ihr seht das hier im Moment, der Abfahrer ist noch leer. Ich werde das jetzt folgendermaßen machen. Ich habe den Drescher umgebaut. Ich kann leider nicht Stroh ab... Also ich kann das Vorgewände, muss ich mit Strohablage fahren. Weil bei dem Drescher ist halt... Ihr habt es gestern in der letzten Folge gesehen, es gibt hier einen Aufsatz für Häckseln. Ja, der wird aber hier hinten drauf gebaut. Das ist ein ziemlicher Aufwand, den drauf, also an- und abzubauen. Und ich möchte eigentlich nicht jetzt die beiden Vorgewände hier zweimal rumfahren, dann anhalten müssen, dann das Ganze anbauen müssen, etc. etc. Da geht viel zu viel Zeit drauf. Dementsprechend fahren wir das Vorgewände auch mit Strohablage. Ist dann halt so. Schneidwerk ist auch jetzt hier. Der Rapsteller oder der Rapstisch und die Halmtrenner sind jetzt ab. Sodass wir jetzt hier vernünftig, wie man so schön sagt, mit der Gästeernte beginnen können. Das Problem wird aber allerdings sein, ich muss wahrscheinlich zwischendrin abtanken. Wir fahren entgegen dem Uhrzeigersinn, weil wir ja hier vorne das Haus haben und da würde das Rohr ein bisschen anecken. So. Von daher fahren wir gegen den Uhrzeigersinn. Ich habe die Maschine schon mal ein bisschen warm laufen lassen. Und ich hoffe mal, dass da jetzt alles klappt soweit. Dann muss ich leider eine Aussage von gestern revidieren. Und zwar, ich hatte dir gestern gesagt gehabt, dass wir nach der Ernte den Ertragsmod, den Geomod Bayerischer Wald und Prosit mit reinnehmen. Geomod Bayerischer Wald und Ertragsmod definitiv ja. Prosit nein. Ich habe Prosit mir aus dem Modhub runtergeladen, also die offizielle Modhub-Version. Und damit lässt sich mein Spiel nicht mehr starten. Also mein Spielstand hier nicht mehr starten. Der haut mir Lua-Fehler rein und Errors. Keine Ahnung, was da genau das Problem ist. Ich kenne mich damit nicht so aus. Und dementsprechend lasse ich Prosit erstmal raus, bis ich da selber vielleicht mal was zugehört habe oder mich damit mal beschäftigt habe. Wie gesagt, offizieller Stand ist, Prosit bleibt erstmal draußen. Ne? Hatte ich gestern zu dir gesagt, dass wir das mit reinnehmen? Gut, ist so. Dann hörst du gerade bei dem Drescher, ich habe nochmal das bisschen Real Talk, hab das Combine-Addon mit reingenommen. Also dieses, nicht das Combine-Addon, das haben wir ja schon drin, dass vorne das Schneidwerk zusammenklappt, wenn wir es hochmachen, sondern dieses Combine-Signal, also das, was dir bei verschiedenen Füllständen eben ein Signalton gibt, 25%, 50%, 80%, nein, 75%, und bei ab 80% dann halt permanentes Gelb, genau, das Standard-Signal. Und hier siehst du auch gleich, wir werden definitiv nicht rumkommen. Definitiv nicht. Ich werde jetzt mal hier am Ende ja, wie mache ich denn das jetzt am geschicktesten? Das ist Mist. Ich habe gedacht, ich schaffe es wenigstens noch auf die andere Seite. Oh. Na gut, müssen mal so. Ja, nützt ja nichts. Nee, warte mal. Dafür brauchen wir zu viel. Ja, du hast es richtig gehört, ich habe es fast gesagt. Zu viel Treibstoff.
Ich werde jetzt aber eben hier den Abfahrer holen. Da muss ich zwar einmal um das komplette Gelände rum. Ist aber so, nützt nichts. Hatte eigentlich gedacht, dass ich schnell die erste Bahn vor Gewende fahren kann. Und dass ich danach quasi den Helfer einstellen kann. Also sprich, Proceed. Cursplay eben den Kurs festlege. Aber gut, nützt ja nichts, dann müssen wir einmal abtanken. Und du hattest es mal gesagt gehabt oder erwähnt gehabt, der IAC hat keine pneumatische bzw. hydraulische Bremsanlage. Hörst du es? Hat er auch nicht mehr. Ja. Dank Ralf, der sich meine Handbremsdatei mal zu Gemüte geführt hat, haben jetzt viele meiner Maschinen oder die Maschinen, die normalerweise keine Luftdruckbremse haben, haben jetzt auch keine Luftdruckbremse mehr. Er hatte sich angeboten. Vielen lieben Dank, Ralf, an dieser Stelle nochmal dafür. Und dementsprechend hat der IAC zum Beispiel jetzt keine Luftdruckbremse mehr. So, jetzt müssen wir aber mal eben hier schnell. Mal eben hier schnell. Mhm. Ah, übrigens, apropos mal eben hier schnell. Gestern nach der Rapsernte, also nach der Folge, wo ich dann noch alleine den Raps geerntet habe. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber Lisa hat dann tatsächlich die Frucht umfahren, hat gewartet, bis der Drescher, wenn er mit dem Rohr über der Frucht war, bis der Helfer oder bis ich auf der anderen Seite angekommen war und quasi das Rohr wieder außerhalb der Frucht war, bevor sie abtanken gefahren ist. Also anscheinend funktioniert das doch. Auf irgendeine Art und Weise. Fragt mich jetzt nicht warum. Oder wie, ne, du weißt, was ich meine. So, immer mal ganz kurz hier, den können wir schon mal so, dann machen wir es so, dann dürfte das passen. Lassen wir den schon mal ein bisschen anlaufen. Ich werde gleich nur noch mal den Traktor hier zur Seite fahren. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die erste Bahn fertig kriegen, dass ich den Helfer einstellen kann. Oder beziehungsweise mit dem Curseplay den Helfer einstellen kann. Ist das hier neben eigentlich Weizen oder ist das auch Gerste? Was habe ich denn da gepflanzt? Weizen oder Gerste? Moment. Weizen, okay. War mir gerade nicht mehr sicher. So, jetzt geht das aber hier weiter. Ja, die beiden Felder haben wir auch noch vor uns. Da wird das Ganze mit Curseplay aber etwas interessantere Angelegenheit. Entweder sage ich Curseplay, er soll hinten um die Obstplantage rum. Da seht ihr übrigens unsere neuen Bienenstöcke, die wir gestellt bekommen haben. Ne, das Bienenhaus haben wir jetzt quasi. Das wird ja ersetzt. Anstelle des Bienenhauses kommt ja. Na, vom Slow Bee Set dieses. Wo die Bienenwaben entleert werden. So, ich kam nicht drauf, wie das heißt. Du weißt, was ich meine. Ne, dieses Gebäude, wo der Honig quasi dann rausgenommen wird. Das kommt ja dann da noch in die Mitte. Und falls du dich für diese Bienenstöcke, die wir da haben, interessierst, die gibt es auf dem Modhub.
Das nur mal so, während wir jetzt hier gerade vorbeifahren. Das Feld haben wir ja hier auch. Aber also wir haben noch ein bisschen... Also erntetechnisch haben wir deutlich viel zu tun im Moment. So, ich hoffe, das reicht. Doch, das sollte passen. Aber jetzt haben wir das Rohr auf der Seite. Das heißt, wir werden jetzt nach dieser Bahn umdrehen. Und das nächste Vorgewende außenrum, also andersrum fahren. Sodass wir das Rohr auf der Seite haben, wo wir jetzt schon waren, dass der Helfer dann quasi abtanken kann. Ja, denke mal, das ist eine gute Idee. Na, passt perfekt. So, Nase, jupp, Entschuldigung. Ich werde mal eben drehen, den Drescher. So. Ist eine Lauferrennerei. Weißt Bescheid, ne? Eine Lauferrennerei. Ich möchte jetzt gerne, bevor du dich fragst, warum ich das jetzt eigentlich mache, warum ich nicht gleich schon Curseplay-Kurs eingefahren habe und der Helfer mich jetzt abtankt. Hintergrund ist, ich möchte gerne, dass dieser Curseplay-Kurs direkt schon auf dem Feld startet. Und dementsprechend muss ich leider die erste Bahn machen. Und das Ganze hier alleine bearbeiten. Oh, Entschuldigung, wollte nicht hupen. So, dass ich jetzt gleich den Curseplay-Kurs einstellen kann, so wie ich ihn gerne hätte. Ah, Ballenpressen müssen wir dann ja auch noch machen. Vielleicht werden wir auch noch ein paar Cosplay-Kurse brauchen. Bin mir da noch nicht sicher. Aber sowas wie Ballenpressen kann man doch, meine ich, auch mit Cosplay machen lassen. Muss ich mal gucken. So, erstmal werden wir uns jetzt den Rest hier reinfüllen und dann fahre ich einmal wegbringen. Passt das? Ich hoffe. Ja. Ja, ein bisschen an der Kante. So. Hintergrund ist nämlich, der Curseplay-Kurs soll hier quasi starten. Hier auf dem Feld. Und ich fahre jetzt mal die Bahn schon mal ab, so wie das dann sein soll. Ich muss nur eben meinen Anhänger leeren. Ich würde den Kurs gerne in 1 durchfahren. Sodass der Helfer dann quasi hier rumfährt, wenn er abtankt. Wenn er voll ist. Von hier auf dem Hof und von hier übers Fahrsilo, was ich nochmal eben öffnen muss.
Und dann wieder zurück. Machen wir gleich mal Curseplay hier schon mal auf. So. Gucken, dass es passt. Also, hier angefangen. Überladefahrt hast du drin, ne? Drescher abtanken und abfahren, genau. Kursaufzeichnung. Moment. Drescher schon mal zuweisen. Das bleibt alles, das ist alles okay. Fruchtumfahrung aktiv. Kursaufzeichnung Beginn. Also, der Helfer soll hier langfahren dann. Quasi hier runter vom Feld. Ne, ist ja eine Ausfahrt. Hier fahren wir mal absichtlich ein bisschen weiter vorne rein. Nicht, dass der Tieranhänger dann heißt, es steckt im Verkehr fest. Dann fahren wir hier rüber. Er lädt ab. Fährt dann weiter. Fährt dann hier wieder aufs Feld rauf. Und hat dann hier Kursende. So, das Ganze speichern wir unter... Na, was ist denn das hier hinten? Feld 12 war es ursprünglich. Nehmen wir mal Feld 12 zum Hofsilo. Silo. Zack. Nächsten passenden Wegpunkt. Naheliegenden Wegpunkt. Ersten Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Gucken, was Lisa macht. Wird wahrscheinlich gleich meckern, dass der Drescher im Weg steht. Ja, ist ja nichts drin, deswegen hat sie auch nichts abgeladen. Oder? Oh ne, passt sogar vorbei. Perfekt. So, das sieht gut aus. Warte, bis Füllstand erreicht. Perfekt. Siehst du wohl. Und schon können wir weiterarbeiten. Perfekt. So, liebe Lüt, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn du ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lässt. Schau sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann du dir das Video anschaust, und sag, bis zum nächsten Mal.